Wahrscheinlich hat fast jeder von euch schon mal diese pompösen Haustouren auf YouTube gesehen, in denen irgendein Luxusimmobilienmakler den Zuschauer durch die krassesten Villen der Welt führt. Meistens geht es dabei vor allem um 100 Millionen Villen oder Penthouse-Wohnungen in Kalifornien oder New York. Aber wie sehen eigentlich die luxuriösesten Immobilien von Deutschland aus? Und was ist das teuerste Haus Deutschlands? In diesem Video nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die teuersten Immobilien Deutschlands und zeigen euch seltene Einblicke in das teuerste Wohnhaus Deutschlands. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns bei dieser Gelegenheit doch mal in die Kommentare, welche Besonderheiten das luxuriöseste Haus hatte, in dem ihr selbst schon mal wart. Wir sind gespannt. Wir starten direkt mit dem Haus, das von zahlreichen Zeitungen wie zum Beispiel der TZ, der Augsburger Allgemeinen oder Chip.de als das teuerste Haus Deutschlands betitelt wurde. Nämlich dieser Luxusvilla im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Satte 38,3 Millionen Euro fordern die Makler für diesen Neubau. Dafür bekommt der Käufer aber auch so einiges geboten. Zum einen natürlich Platz für die ganze Familie, denn die Villa verfügt über insgesamt 22 Zimmer auf 6 Stockwerken, die insgesamt 1168 Quadratmeter Wohnfläche ergeben. Wie es sich für ein Luxushaus gehört, gibt es selbstverständlich auch einen großen Pool mit Glaswand zum Schwimmen, sowie ein Dampfbad und eine Sauna zum Entspannen nach einem harten Tag. Wer sich fit halten will, kann dies im hauseigenen Fitnessstudio im Keller tun. Architektonisch ist das Gebäude an die herrschaftlichen Villen aus den Zeiten der Jahrhundertwende angelehnt. Es gibt also hohe Decken und viel Licht. Wer seinen Blick aus den Fenstern schweifen lässt, schaut dann direkt auf die Isar und den Englischen Garten Münchens. Auch Sorgen, einen Parkplatz zu finden, muss sich der zukünftige Besitzer übrigens nicht machen, denn unter der Villa befindet sich eine eigene Tiefgarage mit Platz für bis zu 8 Autos. Aktuell befindet sich die Immobilie übrigens noch im Bau, wer also jetzt wahlweise 38 Millionen einmalig investiert oder in Monatsraten von rund 78.000 Euro abbezahlt, kann noch viel Einfluss auf die weitere Gestaltung der Innenräume nehmen. Allerdings ist die Villa in München-Bogenhausen nur auf den absoluten Preis bezogen, das derzeit teuerste Haus Deutschlands. Wenn man jedoch ein anderes Maß anwendet, nämlich den Quadratmeterpreis, dann stellt sich eine andere Immobilie als die teuerste Deutschlands heraus, und zwar unglaublich aber wahr, diese kleine Hütte auf Sylt. Tatsächlich ist sie nicht nur das Haus mit dem höchsten Quadratmeterpreis Deutschlands, sondern sogar der Welt. Das 30 Quadratmeter große Haus soll samt Grundstück nämlich 6,3 Millionen Euro kosten. Also pro Quadratmeter Wohnfläche mehr als 210.000 Euro. Dieser irrwitzige Preis ergibt sich allerdings nicht durch die Ausstattung des Hauses, denn diese ist sehr bescheiden. Ausschlaggebend sind hier andere Faktoren. Und zwar gehört auch das 2400 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich das Gebäude befindet, mit zum Angebot. Dieses liegt in der besten Gegend von Sylt, mitten in den Dünen und bietet einen unverbaubaren Blick auf das Meer. Wer hier zuschlägt, könnte die einzigartige Lage also auch nutzen, um das kleine Haus abzureißen und durch eine Luxusvilla oder sogar ein Hotel zu ersetzen. Solange das Häuschen noch nicht verkauft ist, vermieten es die Inhaber übrigens für etwa 1.500 Euro pro Nacht. Allerdings gibt es mit den beiden Immobilien, die wir euch bisher gezeigt haben, ein Problem, weshalb man an ihrem Status als die teuersten Häuser Deutschlands zweifeln kann. Beide wurden nämlich noch nicht für die veranschlagten Preise verkauft, beziehungsweise die Villa in München ist ja noch nicht einmal fertiggestellt. Daher wollen wir euch jetzt noch zwei der teuersten, bisher in Deutschland wirklich verkauften Häuser zeigen, bis wir dann zum mit Abstand teuersten Haus, das es in Deutschland überhaupt gibt, kommen. Da wäre als erstes diese traumhafte Villa, die sich auf einem 3700 Quadratmeter großen Parkgrundstück direkt am Starnberger See befindet und einen eigenen Zugang zu diesem bietet. Zum Preis von 17 Millionen Euro sicherte sich der neue Besitzer aber nicht nur diese absolute Traumlage, sondern natürlich auch riesige, lichtdurchflutete Räumlichkeiten, einen Weinkeller, der keine Wünsche offen lässt, und einen beeindruckenden Spa-Bereich, um den ihn viele Hotels beneiden dürften.
Dagegen war diese Designer-Villa bei Hamburg, die aussieht, als sei sie aus Stein gehauen, mit gerade einmal 3,6 Millionen Euro ein Schnäppchen für den Käufer. Das Luxushaus ist in jeder Hinsicht durchgestylt und man fühlt sich, als ob man in einem Kunstwerk leben würde. Das offene Design kombiniert geschickt die verschiedensten Elemente und erzeugt schon, wenn man die Villa nur im Video sieht, eine ganz besondere Atmosphäre. Natürlich sind auch hier jegliche Annehmlichkeiten wie ein Pool, ein schicker Kamin oder eine großzügige Garage für diverse Luxusautos gegeben. Nach all diesen Häusern kommen wir nun aber zum wirklich teuersten Haus in Deutschland, das alles bisher Gesehene in den Schatten stellt und das im Gegensatz zur Villa am Anfang sogar vom Eigentümer in Teilen bewohnt wird. Und zwar handelt es sich um die Villa von Thurn und Taxis in Regensburg, die den klangvollen Namen Schloss St. Emmeram trägt. Der Gebäudekomplex verfügt über eine Fläche von unglaublichen 37.000 Quadratmetern und die haben es in sich. Das ehemalige Kloster wurde nämlich im 19. Jahrhundert zu einer fürstlichen Residenz mit über 500 Zimmern umgebaut. Noch heute leben hier Teile der Adelsfamilie Thurn und Taxis und genießen den Luxus des Anwesens. Es ist so groß, dass es hier nicht nur Ost-, West-, Süd- und Nordflügel gibt, sondern diese sogar noch in Bezeichnungen wie Innere Südflügel unterteilt sind, damit man präziser mitteilen kann, wo man sich gerade überhaupt befindet. Wie man es von Adeligen erwartet, sind die Innenräume nur mit edelsten Möbeln und Dekoobjekten gefüllt und allein die farbenfrohen, prächtigen Kunstwerke, Vorhänge und Tapeten lassen einen in eine Welt eintauchen, in der Fürsten vor Jahrhunderten gelebt haben. Generell sind viele der Räume mit Plüsch und dicken Teppichen und Vorhängen ausstaffiert, was Schall schluckt und so für eine ruhige Atmosphäre sorgt. Falls die Familie neuen Lesestoff braucht, bedient sie sich einfach in der hauseigenen riesigen Bibliothek, die nicht nur pompös aussieht, sondern auch über mehr Bücher verfügt als die meisten öffentlichen Büchereien. Genauer gesagt gibt es hier nämlich unglaubliche 250.000 Bücher. Wenn die adelige Familie beten möchte, muss sie übrigens auch nicht in die Kirche gehen, denn selbstverständlich verfügt ihr Anwesen auch über eine eigene, prachtvolle Kapelle mit reichlich Platz für Messen. Sogar eine große Orgel für Kirchenkonzerte steht hier bereit. Außerdem verfügt Schloss St. Emmeram auch über eine fürstliche Schatzkammer, in der die Adelsfamilie wie in alten Zeiten unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ihre wertvollsten Besitztümer aufbewahrt. Neben unersetzlichen Schmuckstücken befinden sich hier beispielsweise auch Pokale, feinstes Geschirr oder jahrhundertealte Reliquien von unschätzbarem Wert. Für Feiern steht auf St. Emmeram übrigens nicht nur ein Partyraum, sondern tatsächlich gleich ein ganzer Ballsaal mit Platz für mehrere hundert Gäste zur Verfügung. Ach, und wem es drinnen doch einmal zu langweilig werden sollte, der kann übrigens auch lange Spaziergänge unternehmen, ohne dabei das eigene Grundstück verlassen zu müssen. St. Emmeram verfügt nämlich nicht nur über einen stattlichen Innenhof, sondern auch über einen riesigen Park mit vielen Grünflächen, Bäumen, Wegen, Pavillons und sogar Wasserspielen, die zum Verweilen einladen. Auch eine eigene Reithalle gehört zum Grundstück. An dieser Stelle könnt ihr ja mal schätzen, was ihr glaubt, wie teuer das ganze Anwesen so sein dürfte. Tatsächlich ist es nämlich unglaubliche 164 Millionen Euro wert, was einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.500 Euro ergibt. Habt ihr höher oder niedriger geschätzt? Und das war's auch schon mit den exklusiven Einblicken in das teuerste Haus Deutschlands. Wenn ihr mehr abgefahrene Luxusvillen sehen wollt, dann zieht euch am besten auch direkt mal dieses Video hier rein. Und jetzt haut rein!